Konnichiwa und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4. Sorigashiwa Günther Shadow Desro und wir sind zurück mit den mächtigen Ashikaga, die eigentlich hier die Timuriden freilassen wollten. Aber, hahaha, was ich vergessen habe ist, ich kann ja den CB der Timmis überhaupt nicht nutzen, weil ich die ja als Daimyo freilasse. Das ist ein großes Problem. Deswegen machen wir das jetzt ein wenig anders. Ich glaube nämlich, dann machen wir es tatsächlich nur so, dass ich mich entweder hier durchfresse und mir hier die Goldprovinz hole, die ich gerne hätte, von Chagatai. Das führt uns halt nochmal so ein bisschen in diese Bredouille, dass wir dann hier unten relativ viele Revolten niederschlagen müssen, weil die werden sich das nicht einfach so gefallen lassen. Das andere ist auch noch, dass ich überlegt habe, ich habe ja hier noch echt gute Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Sankin Kotai und so, wodurch ich ja meinen plus 3 Diplo-Rep bekomme. Und das ist eine ganz wichtige Sache, um zum Beispiel eben so Staaten wie Kutai oder eben Janshu zu integrieren. Das wird ansonsten einfach 300 Jahre dauern, wenn ich das halt, weil ich habe jetzt erstmal noch hier meinen Modifikator drin, den seht ihr auch hier. Minus 3 auf die diplomatische Reputation und der gilt halt noch 8 Jahre und das ist relativ ungünstig, ne? Also in 8 Jahren ist der Typ 12, dann könnte ich erst wieder anfangen zu integrieren und dann habe ich schon bald wieder das Phänomen, dass wenn der nämlich, glaube ich, die Regierung übernimmt, dann ist wieder mein Beziehungsmodifikator hier weg, wird dann genullt, das heißt es wäre eigentlich, also hier der annektierte Vasallenmodifikator ist dann weg und dann wäre es nämlich eigentlich schlauer erstmal, halt so einen Staat wie Kutai vorher zu annektieren und dann unter Umständen borneanisch vielleicht als Kultur noch zu akzeptieren, wenn wir dann erst Japan gründen. Vorher bringt mir das eigentlich nicht viel. Ja, deswegen kommen die Hansel hier alle wieder zurück. Das funktioniert nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Wir können jetzt hier erstmal verschiedene Dinge wählen. Es ist so, wir haben momentan das Problem, dass die Institutionenverbreitung bei uns recht teuer ist, ne? Also die kostet über 1.000er. Ich könnte jetzt die Institutionenverbreitung für Provinzen oder für Regionen, die den wahren Glauben haben, beschleunigen. Das ist sicherlich auch gar nicht so unsinnig, wenn wir uns das mal angucken. Wir haben es ja hier, ne? Aber das braucht immer noch relativ lange. Also das ist nicht so gut. Vielleicht werden wir es halt so machen, dass wir mit unseren zusätzlichen Staaten, die wir jetzt noch gründen können, immerhin noch 5 Stück an der Zahl, dass wir uns da jetzt mal ein paar Sahnestücke raussuchen. Und eines davon, ach warte mal gerade, ne? Ich habe doch hier in Iwami eine Goldprovinz, ne? Zum Beispiel... Warte mal, aber du bist schon ein Staat, oder bist du noch keiner? Du bist noch keiner, ne? Das ist halt eben so ein Ding. Ich würde sagen, die nehmen wir jetzt schon mal mit. Machen wir da schon mal einen Start raus. Dann kann ich nämlich tatsächlich hingehen und in Iwami die Autonomie reduzieren. Jetzt gucken wir uns nochmal gerade die anderen an. Nee. 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 Ja, ne? Sulawesi ist halt recht teuer als Staat im Unterhalt, ne? Das könnte aber auch noch eine Möglichkeit sein. Wir nehmen jetzt erstmal hier den oberen, ne? Mit der Goldprovinz. Und dann nehmen wir vielleicht noch, hier drüben Kukwa, ähnlich mit einer Goldprovinz, die wir noch ein bisschen pushen. Also Diplomacht machen wir ja. Wir machen halt keine Adminmacht. Deswegen ist es auch momentan unsinnig, viele Länder zu erobern. Das kommt mir momentan einfach nicht zu Pass, ne? Ja, es läuft leider nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Muss das eben entsprechend modifizieren. Und ja gut, brauche ich die zusätzliche Söldnerdisziplin jetzt auch nicht so. Die Kriegspunktkosten bringen mir jetzt auch relativ wenig. Blockadeeinfluss ist Quark. Resistenz gegen Reformation ist auch unsinnig. Also hier die... Also das ist ein guter... Das ist echt ein sehr, sehr nicer Modifikator. Aber den kann ich mir erstmal auch... Den brauche ich mir erstmal nicht gönnen. Und Übertragung plus 20% ist halt insofern nicht verkehrt, wenn ich halt aus Beijing übertragen könnte, was ich nicht kann. Wir machen es deswegen anders. Du machst mir die erstmal bitte zusammen.
Und dann fährst du mit denen mal hier in den Hafen rein und wir holen uns mal so einen Entdecker. Der soll mal ein bisschen entdecken gehen für uns. Und du schützt mir den Handel eben in Beijing nach wie vor. Das bringt auch mal schön ein bisschen Patte. Und wir müssen jetzt überlegen, weil hier übertragen wir zum Beispiel auch gar nicht mit Schiffen, ne? Das ist relativ Wumpe. Wie viel Handelseinfluss haben wir hier? Der ist hier schon sensationell groß, ne? Wir können noch mal schauen. Also die Ming übertragen halt und ansonsten ist es ja auch eigentlich Latte, ne? Also können wir hier eigentlich auch vergessen. Was halt noch sinnvoll wäre, wäre halt in einem anderen Handelsknotenpunkt abzugreifen. Aber hier machen wir das momentan schon relativ effektiv, ne? Und ich habe auch keinen Bock, dass die 3,454, dass die sich gleich jetzt hier auf die anderen Provinzen verteilen. Das will ich auch nicht. Wir haben also noch so ein bisschen das Dilemma, dass wir hier unten relativ einträgliche Handelsknotenpunkte haben, die wir aber auch noch nicht so ganz ausschöpfen können. Auch das ist wieder ein Problem in meinen Augen. Ja, ne? So, jetzt habe ich erstmal so ein bisschen deutlich gemacht, was hier so die Probleme sind, ne? Ich muss gucken, dass ich bei Jianshu, dass ich da noch was mache. Vielleicht annektieren wir die sogar noch zuerst. Weiß ich noch nicht genau. Kutai müssen wir mal gucken. Hier lassen wir mal die Festungen an. Da natürlich auch. Aber Seoul wird zum Beispiel fallen. Das ist schade, aber nicht vermeidbar. Wir holen uns vielleicht tatsächlich noch diese Provinz Ushkent. Die ist halt teuer. Das ist kacke. Nicht so 100 pro geeignet für uns. Du hast... Jakant hat eine Festung hier. Ne, oder? Ist es richtig? Sehe ich das richtig? Ja. Vielleicht holen wir uns tatsächlich noch Hotan. Aber das wird auch wieder ein teurer Spaß, ne? Also vor allen Dingen so AE-mäßig, ne? Wenn wir nämlich mal hingehen. Wir machen das so... Obwohl, das geht. Das geht. Das geht ganz gut, ne? Dann holen wir uns wahrscheinlich tatsächlich hier die Provinzen nur und dann machen wir den Frieden. Dann haben wir ja Kant gefressen, haben den Ming wieder einen abgenommen, ne? Entlassen können wir sie halt nicht. Das ist halt wieder der Scheiß an der Sache, um es mal so zu sagen. Aber wir haben hier günstige Provinzen, wir haben eine Festung drin. Wir können die Gebiete hier halten. Wir werden halt hier hart Revolten bekommen. Können aber vielleicht auch hier nochmal einen Staat... Ne, können wir nicht gut gründen hier unten, aber das ist relativ unsinnig auch wieder. Ja, das sind jetzt erstmal so die Sachen, die hier ausstehen. Okay, jetzt habe ich ganz lange vorgeschwafelt. Ja, Prestige durch Konvertierungen ist im Endeffekt nicht schlecht, ne? Weil es halt auch nach der Entwicklung der Provinzen geht. Also wenn wir zum Beispiel so eine Provinz wie Seoul konvertieren, das läuft dann schon über Prestige. Das ist ein cooler Punkt. Aber wir nehmen jetzt die Institutionenverbreitung erstmal. Und wir setzen das auch direkt beschlussmäßig um. Wir haben ja die Erlasse in unseren Provinzen hier. Und können uns das hier rüber angucken. Da haben wir momentan noch Entwicklungskosten drin, warum auch immer. Mach mir bitte hier die Institutionenverbreitung. Ja, und wir gucken halt eben, dass wir unsere Prosperität oben halten. Ichizen, dich noch zum Start machen vielleicht? Ja, ich denke doch, ne? Also wir sollten schon gucken, dass wir Japan möglichst komplett gestartet kriegen. Also, ne, als Staaten mit übernehmen. Was ist hier für ein Erlass? Institutionenfortschritt, genau, ja. Okay. So, und hier in Izumo... machen wir das ein bisschen anders. Wenn wir können, dann nehmen wir nämlich hier die günstigeren Entwicklungskosten. Wann geht das? 48 nächstes Jahr, ne? Okay, ja, dann werden wir das vielleicht nächstes Jahr wählen und dann hier Izumo stärker, Iwami stärker ausbauen zu einer Goldprovinz. Momentan ist es halt, es ist noch nicht so super teuer, aber wir können sicherlich ordentlich was an Kohle oder Entwicklungskosten sparen. Und vielleicht machen wir das dann auch tatsächlich erst, wenn wir hier die Entwicklung entsprechend gestärkt haben. Jetzt müssen wir dem Bushi noch Provinzen geben und ich habe mir schon überlegt, also du kriegst halt die
Und das langt ja erstmal. Und vielleicht geben wir denen noch Myoga-san. Auch so eine Unsinnsprovinz. 2-2. Leider, wir haben keine mit einem guten, mit einer guten Rekrutenreserve. Und ich sehe es noch nicht so ein, hier meine Provinzen hochzuballern, was die Entwicklung angeht. Wir erobern halt einfach mehr, ne? Und ich glaube, wir versuchen es tatsächlich, uns jetzt hier so ein bisschen hoch zu erobern, den Staaten hier unten Geld abzupressen, um damit halt unsere, ja, unsere Institutionenverbreitung dann halt eben zu beschleunigen. Ich glaube, das ist hier die bessere Variante. Was wir dann auch noch machen ist, wir verbessern Beziehungen mit Gutai. Die liegen bei mir ganz vorne, die hätte ich gerne als erstes drin. So, jetzt haben wir einen Tag, dann kommen die ganzen Diplomaten wieder zurück. Oh, Ayutthaya hat mich rivalisiert, das ist gut. Das ist nice. Das kriegen wir hin nach dem Krieg. Dann werden wir unsere Truppen hier runterschiffen und erstmal den Rivalen erniedrigen. Und vielleicht nehmen wir eine Provinz ab oder so. Oder zwei. Je nachdem, was wir da brauchen. So, Jianshu kriegt noch einen. Und dann bekommt der Perak auch noch einen. Weil das ist auch noch ein Vasall, von dem wir uns eine Provinz holen können. Ja. Also den wir annektieren sollten, bevor wir hier Japan gründen. Wir können Koren. Machen wir mal noch nicht. Die Adminhilfe kriege ich wann? 66, kann ich die fordern? Okay, das dauert also noch. Ich kann dir aber eine neue Weltkarte gewähren. Das ist schon mal gut, dann wachsen die Provinzen jetzt schneller. Dir könnte ich nur eine Generalität gewähren, ne? Das ist aber eigentlich auch nicht so sinnig. Okay. Müssen wir gucken. Wir machen hier bei dem Krieg weiter. Die anderen Truppen haben wir schon in Bewegung gesetzt. Ich werde noch hingehen und zwei Bogenschützen bauen. Einmal hier, einmal hier. Weil ich will gerne diese Söldnerpferde hier auflösen. Mach die mal weg. Und du kannst ja einfach mal hier rüberlaufen und dann löse ich dich hier auf. Denn die Hotte-Hü-Söldner sind halt auch einfach um Längen teurer als meine regulären Infanteriesöldner. Ja, gut. Okay, das hier läuft. Da wird noch ein bisschen dauern. Wir verlängern die Kriegssteuer natürlich. Den Krieg müssen wir noch ein bisschen aufrechterhalten. Seoul wurde leider jetzt belagert. Die stellen wir erstmal hier unten rein. Hier wollte ich meinen Entdecker reinpacken. Drei Manöverpunkte ist gut. Für die Entdeckung genau das Richtige, ne? So, dann guck dich hier mal um. Ich habe momentan zu viele Anführer, aber das können wir uns gerade leisten. Dann holen die mal Chui, Kulop und die anderen sehr unterwegs, ne? Ah, du bist schon auf dem Weg nach Chui. Dann nimm Chuchant. Ja, ich muss hier gleich koren, deswegen spare ich die Admin-Punkte. Okay, wir haben wieder einen Vasallen frei. Einen Diplomaten frei. Schauen wir nochmal rein. Ja, ist okay, so, da ändern wir nicht so viel dran. Wir setzen die alle auf Belagern, bitte. Finde ich ganz wichtig. Also Timis freilassen ist leider nicht. Das ist echt doof. Aber wir können hier einen Anspruch fingieren. Kamtschadalen können wir uns holen. Kleiner Staat, hat ein bisschen Geld. Chagatai besetzt Provinzen, ist okay. Oder Yakant. Nimm Shimkent bitte mit. 57%. Willst du mich noch ein paar Mal 90ern, wie es so schön heißt? Im Fachjargon. Bing will Diplomacht. Schlecht. 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 Also solange sie keine Admin-Macht wollen, ist okay. Oh, fuck. Okay. Das passt mir jetzt gerade nicht so. Jetzt musst du gucken, dass du schnell mit der Belagerung fertig wirst. Das sind ganz schön viele Revolten. Komm. Super. Okay. Nice. Weil ganz ehrlich, okay, Chagatai scheint keine
Shagatai scheint keine Festung mehr zu haben. Das passt mir gerade. So, Sack, bitte mitnehmen. Samarkand nehmen wir bitte mit. Du stellst mir da gleich bitte einen Söldner rein, weil ich will hier keine Rekrutenreserven gleich verlieren. Und du kannst dich schon mal hier rüber bewegen. Wir müssen ja gucken, dass wir irgendwie so laufen. Ja, wir haben eine Festung wieder eingenommen, was wichtig ist jetzt für den weiteren Verlauf dieses Krieges. Vielleicht holen wir unseren Jiangsu oder Jiangsu Diplomaten zurück. Die wollen jetzt auch keine Frieden haben, ne? Aber den wollen sie noch nicht. Das ist denen noch zu teuer. Mhm. Okay. Ja, da müssen wir noch ein paar Provinzen besetzen. Und unter Umständen unsere Provinzen wieder zurückholen, ne? Lauf doch mal hier straight dahin. Lauf mal hier hin. Bevor der noch mehr Provinzen besetzt. Okay. Nee, lauf mal bitte dahin, wo der dich noch nicht sofort angreifen kann. Genau, du läufst ja auch nach Talas. Okay, ich glaube, Chagatai ist sowieso am Ende, ne? Die machen, die kriegen nichts mehr auf die, Kette. 44% Kriegsstand sind jetzt auch nicht so wirklich viel, deswegen verwundert mich das tatsächlich, dass sie jetzt schon hier einen Friedensvertrag anbieten. Aber gut, dann müssen wir gleich mal gucken. Nice. Nächste Provinz eingenommen. Dann nimmt Chiba bitte noch mit. So, und dann läufst du mal. Nee, bitte nicht so rum. Lauf mal nach Taras. Ich weiß nicht, ob die da hinkommen. Oder Chui geht schnell, meine ich. Weiß ja nicht, ob die Stämme sich da so schnell in Bewegung setzen. Geh nach Koshkor. Weil wenn er da angreift, dann müssten wir die Stämme eigentlich locker packen. Wir haben halt so unglaublich lange Wege. Und das wird leider problematisch bleiben, wenn wir nämlich nachher Kant wollen. Dann können wir zwar durch die Ming durchlaufen, aber das ist halt auch, ne, also schaut euch einfach nur diese Riesendistanz an. Ming ist ja selbst schon riesig geworden, ne. Ja. Okay, also du verbesserst bitte weiterhin die Beziehung mit Jiangsu. Und du kannst ja schon mal da hochlaufen, um ihn da gleich platt zu machen. Und du kannst dich auf jeden Fall mal nach Hamhung stellen, um dort... Ja, um dort auf ihn zu lauern. Falls wir dort angegriffen werden. Ja, er bewegt sich auch schon. Koshkor, okay. Wohin willst du jetzt? Nach Chui. 25. und 24. Das ist perfekt, da verpassen wir uns ja gerade. Wir haben die Pest in Aki. Okay, wir geben 66 Kröten aus. Almaty sollten wir uns dann doch versuchen zurückzuholen. Vor allen Dingen, wenn da halt gerade Rebellen drin sind, ne? Gut, wir haben die Provinz zurück. Können wir den Busch mit der Belagerung nehmen? Nee, ne? Müssen wir dann später machen. Dann mach doch bitte Folgendes. Ich spalte mir die zweimal ab. Schick mir nur einen hier rüber. Und jetzt nimmst du mir mal die 10er Armee und gehst mal da oben seine Truppen jagen. Thronanwärter Rebellen gibt es unten auch noch. Sehr hervorragend miserabel für uns. Vor allen Dingen, weil das, glaube ich, reguläre Truppen sind und keine Söldner. Ja, super. Toll. Perfekt.
40 Admin-Macht verlieren oder 165 Dukaten. Ja, dann verlieren wir Geld. Die Admin-Macht brauche ich gerade. Die ist leider unglaublich wichtig. Lass dann bitte direkt hier weiter. Wenn du übrigens schon mal da drin bist, nimm dir mal gerade einen anderen General. Und geh du mal hin und box mir mal bitte Soul frei. Und dann bist du da bitte auch direkt mal den Hafen blockieren. Ich brauche ja nur die Provinz hier, ne? Die, also im Endeffekt brauche ich nur die zwei Provinzen hier. Die anderen sind mir ziemlich egal. Aber je mehr wir hier besetzen, desto besser für uns. So, und die Artillerie schicken wir jetzt wieder zurück. Du kannst hier in der Belagerung von Seoul mithelfen. Ich weiß jetzt nicht, wo er gleich hin will. Ja, dann komm mal aus Kutai zurück. Wohin läuft er? Dahin, nach Myogasan, okay. Wir haben die nächste Erkundung beendet. Frage noch für mich jetzt, lohnt es sich eine neue Politik zu wählen? Wir können ja nämlich das Kolonialverwaltungsgesetz erlassen, was uns nochmal mehr Kolonialwachstum bringt. Das kostet uns halt Admin-Macht, ne? Und Admin-Macht ist halt in dieser Phase des Spiels unglaublich kostbar. Laufen wir mal hier hin. Wir blöffen mal ein bisschen so, als könnten wir da tatsächlich noch was erobern. Ja, was für eine Provinz konvertieren wir als erstes? Seoul wäre gut, geht nicht, dauert zu lange. Nehmen wir Ostgyeongsang. Okay, wir kriegen gleich die Armee da rum weg, super. Gut, perfekt. So, vielleicht machen sie jetzt den Frieden. Ich denke mal, ja, jetzt bist du bereit, ne? Cool, wir kriegen sogar richtig Geld. Ja, es wird keine Koalition geben. Nee, wird keine Koalition geben. Okay, dann verzichten wir auf die Kriegsreparation. Ich nehme einfach nur alles Geld, was er hat. Wir haben sogar zwei Festungen gekriegt. Das ist ja hervorragend. So, dann pushen wir hier überall die Autonomie hoch. Das ist nämlich gar nicht so einfach, hier das Gebiet zu koren. Außer halt in Kukwa. Da pushen wir die Autonomie natürlich nicht hoch, weil da haben wir eine Goldprovinz. Und die soll ja da Gold produzieren, ne? Okay, schön. Dann können wir jetzt mit dem Koren anfangen, und zwar von Almaty. Okay, und wir können es uns leisten, weil es eh lange dauern wird, hier nur die beiden Provinzen mit zu koren. So, dann seid ihr exiliert. Und könnt daher tatsächlich hervorragend hier lang laufen, und du kannst einfach mal schön hier warten. Du läufst ja eh zurück. Und wir sagen mal ruhig, lauf mal nach Beijing, weil ich glaube, das ist der schnellste Weg von Beijing in den Hafen und dann hier rüber, wenn wir da die Armee noch nicht freigeschaufelt und freigeboxt haben. So, dann komm mal hier hin. Jetzt sehen wir gerade, wie das hier aussieht. Das sind alles Gebirgsprovinzen. Dann kannst du dich aber theoretisch auch hier reinstellen. Mal gucken, wo sich die Rebellen so hinbewegen. Ja, Japan gründen ist jetzt noch nicht. Das ist halt insofern auch doof. Hm.
Weil wir zu viel verlieren würden dadurch. Noch sind die Verluste größer, als wenn wir sie nicht, oh, guck mal da, Yakant und Chagatai sind bankrott gegangen. Ja, Yashikul brauche ich ja auch nicht, ne? Ich habe jetzt übrigens eine Grenze mit Ladakh, das ist auch nicht verkehrt. Auch Ladakh sollten wir uns mal ganz genau angucken. Wir haben einen Rivalen in niedrigen Kriegsgrund gegen Ayutthaya. Dann kriegen die mal direkt ein Embargo. Und dann werde ich die gleich auch noch beleidigen. So, wir können hier die Burg erstmal ausmachen in der Finanzierung. Und ich glaube hier sogar auch. Denn tatsächlich müssen die Rebellen ja erstmal hier diese Gebirgszüge überschreiten, was sie, glaube ich, jetzt nicht so leicht tun werden. Ist jetzt halt dumm, weil ich wahrscheinlich ein bisschen Militärmacht rausgeschmissen habe. Aufgrund der... Moment, muss man gerade hier den Militärzugang genehmigen. Damit sich ja kann zumindest theoretisch unabhängig erklären kann. Das mit Uzange ist ein Problem. Die werde ich nicht so leicht kriegen. Da muss ich wahrscheinlich No-CB-War erklären. Und sie dann irgendwie freilassen oder so. Das ist wahrscheinlich wird das mega doof. Wir haben halt neue Einheiten, aber es kostet einfach so brutal viel Macht, ne, dass das auch nicht sinnig ist. Korruptionsbekämpfung ist teuer bei uns. Ja, das ist jetzt halt, da zeichnet sich jetzt halt die Nachlässigkeit meines anfänglichen Spielstiles aus. Wir haben mehr Kolonialwachstum. Erobert Fetchaburi. Was ist Fetchaburi? Ist das hier, ne? Passt mir nicht so ganz in den Kram. Aber ist gut. Dann habe ich direkt ein CB gegen Ayutthaya. Dann kann ich dich beleidigen am 11. Oktober. Das ist in 6 Tagen. Das ist doch schön. Dann machen wir das doch auch. So, wir sind bei 26 Punkten. Die Staatsehen lassen wir mal noch weg. Ja, wir können Korea zum Staat machen. Das ist vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt sinnvoll. Wir müssten uns dann aber jetzt auch schon entscheiden, was wir tatsächlich als Kultur akzeptieren wollen. Kyushianisch ist leider noch nicht drin. Es kommt erst mit Japan dazu. Alles andere ist nicht der Fall. Boyatien lohnt sich nicht, weil wir die Produktion in der Goldmine hier oben auch ohne akzeptierte Kultur haben, beziehungsweise wir könnten hier sogar die Kultur ändern für 220 Punkte, weil ich so blöd war und das Ding halt schon vorher direkt hochgepusht habe, aber es gab ja keine andere Wahl. Ich war ja pleite und brauchte das Geld. Ja. Okay, dann kommen wir halt zurück. Wir warten auf unseren Diplomaten. Okay, wir warten noch auf ein paar andere Truppen, die da hinten kommen. Achso, warte mal, bei dir verbessere ich... Ach, stopp, Moment. Ja, ja, das war auch hier in Kutai, ne? Ja, in Kutai sind wir auf genau 90 Punkten. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist halt schlecht, also weil... Das müssten mehr sein. Ne? Wir haben einen 150er Malus. Ich kann eine Staatsehe machen, ein Geschenk schicken. Ich kann sie auf 140 hochprügeln. Ich kann sie noch subventionieren. Dann komme ich auf 165. Ich kann aber nichts anderweitig machen bei dir. Wir könnten die Staatsehe machen und mal gerade schauen, wie alt ist denn dein Herrscher? Der ist 43. Da würde ich sagen, wir machen die Staatsehe. Ja doch, wartet mal. Ja doch, wenn man die Staatsehe... Moment.
Also ich überlege nämlich gerade, dass ich halt hingehe und sie einfach mal nötige, zu meiner Hauptstadt beizutragen. Weil solange bis ich die auf 190 bekomme, haut es ja eh nicht hin. Und ich kann dann sind die bei wie viel? Dann sind die bei 70 Punkten Freiheitsbestreben. Und ich komme noch mal locker auf 60. Fünfundfünfzig. Und wenn ich dir nur ein, zwei Provinzen gebe, vielleicht auch noch mal weiter runter, vor allen Dingen dann noch mal mit der diplomatischen Reputation, die wir ja momentan nicht haben. Wir sind ja bei minus 2 oder so. Minus 2,3 sogar. Ja, aber warum zeigst du mir hier meinen Herrscher an? Das ist uninteressant. Das da ist ja der Beziehungsverbesserer Modifikator, ne? Wollen wir nicht einfach mal direkt gerade 20 Legitimität in das Sankin Kotai opfern? Um dann, tja, eigentlich Kotai als erstes zu annektieren, weil die haben, glaube ich, den krassesten Modifikator drin, ne? 150, wie hoch ist es bei dir? 169. Warte mal, aber. Sekunde. Lass mich das mal gerade rausknobeln. Moment. 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 Ich bräuchte ein Event bei ihm. Vor allen Dingen bräuchte ich eigentlich hier einen, der die Beziehungen verbessert, so wie dich. Ne, der ist 33, der ist recht jung. 6,49 kostet der. Bist du bei 55? Ich habe aber das Problem dann, dass ich in 7 Jahren das Teil nicht aktivieren kann. Und der kostet dann halt genauso viel wie der Bursche hier. 43 Jahre ist jetzt auch nicht alt. Aber ich habe die Kohle nicht, um den anderen zu bezahlen. Mir fehlt halt eine Goldprovinz. Eine zweite. Wann kann ich hier die Monopol-Charters geben? 51 in 3 Jahren. Es reicht aber auch, wenn ich denen einfach nur irgendeine Provinz gebe, ne? Was halt doof ist aufgrund der Loyalität, weil die dann, des Einflusses, weil die dann wahrscheinlich sehr, sehr mächtig werden, ne? Hört mal zu, ihr Kaufleute, was kann ich dir denn so geben? Was kann ich dir denn so für einen Kern geben? Also die halt nicht, ne? Das ist schlecht, aber hier das Ding zum Beispiel. Müsste mal schauen. Das da gehört dir schon, das gehört dir auch. Ja, dann haben die über 70 Einfluss. Nee. Nee, wir warten auf ein entsprechendes Event oder so. Und jetzt kümmern wir uns erstmal um die koreanischen Rebellen und dann schicken wir unsere Truppen nach Ayutthaya. Und jetzt da, ja, du gehst halt an deiner Revolte kaputt, das ist ja in Ordnung. So. Wir bleiben erstmal noch hier auf dem Aspekt der Institutionenverbreitung. Wir machen momentan ja auch noch ein leichtes Plus, ne? Wie
Wir erkunden dich. Ich krieg vielleicht noch ein bisschen Loyalität, wenn ich ihnen Kuching und Sibu zuspreche. Das sollten wir vielleicht noch abwarten, bevor ich von ihnen verlange, dass sie zur Hauptstadt beitragen. Wie sieht's mit Janshu aus? Nee, die können nicht. Wie sieht's mit Perak aus? Die könnten auch. Zwinge ihre höchste Erwägung, Provinz Malakka, Grundproduktion zur Hauptstadt Kyoto beizutragen. Und hier Brunei Grundsteuer zu Kyoto beizutragen. Das heißt, wir müssen erst die Grundproduktion nehmen und dann die Steuer. So 129 Diplo, das hat schon in sich, ne? Oh, Ming hat uns beleidigt. Wahrscheinlich per Event. Ayutthaya fingiert Ansprüche bei uns. Ja, ich glaube, wir holen uns zuerst Brunei, ne? Ja, ich würde die beiden Dinger auch an Kutai abgeben. Der Waffenstillstand mit Malakka wird bald enden. Da können wir hier auf jeden Fall noch einen Anspruch fingieren. Ah, cool. Ich habe hier, ich habe Soul schon frei geboxt. Das ist ja schon mal gut. Dann warten wir hier mal gerade einen Tick. So, und dann schickst du mir gerade bitte ein Infanterieregiment hier rüber. Ich hätte ganz gerne, dass er... Ah, guck mal da. Er will hier angreifen. In Pyongyang. Dann stell mir da mal bitte einen guten General rein. Und ich hoffe mal, dass er da einen schönen Malus bekommt. Und du kannst hier oben... Ah ja, ne, die waren schon da. Das ist jetzt mein Nachteil. Aber ich glaube, wir schaffen das. Der hat halt einen Malus drauf, ne? Kommt zurück aus Jianshu. Waffenstillstand mit Malakka ist jetzt beendet. Dann werden wir... Am besten... Wir sind hier bei... Ja, okay, wir sind hier fast bei 200, ne? Ich kann natürlich hier auch noch Provinzen an Kutai verschenken. Das ist aber auch nicht so schön, ne? Ich würde eher sagen, ich baue mal ein Spionagenetzwerk gegen Pasai auf. Ich muss mir jetzt das Geld hier zusammenräubern. Um diese Provinzen... um meine Entwicklung weiter voranzutreiben, also beziehungsweise meine Institutionenverbreitung zu fördern, ne? Das ist ansonsten einfach alles beliebig unrealistisch für mich. Ne, ich mach kein Bündnis mit Daivir. Die werden wahrscheinlich, Ayutthaya, das sind ja so die Standardrivalen von denen, die werden die wahrscheinlich auch so oder so noch angreifen. Kannst aber auf jeden Fall mal mit auf das Schiffchen hier kommen. Ich stell sie mal hier oben rein. Dann haben wir da schon mal den ersten Angriffspunkt. Und ihr geht mal nach Haiju. Oh Gott, das dauert ja noch 100 Jahre, bis sie da sind, ne? Dann ist überhaupt die Frage. Ich muss ja irgendwann da oben auch Revolten niederkloppen, ne? Die wird's geben. Zwar relativ bald, bei 60 AE. Jährensche Nationalisten, haltet die Klappe. Boah, so viel wieder. 22.000 Mann. Karadel 8000. Achso, wo sind die? Das ist nur eine Provinz. Hami, das ist hier, oder? Klar. Kriegsautonomie erstmal.
Wenn die AE dann weg ist, passiert da nichts mehr. Wir hätten halt den unglaublich krassen Vorteil, wenn wir jetzt hingehen würden und würden Japan gründen, ne? Wir hätten auf jeden Fall minus 2 Unruhe. Das ist schon very nice, auf jeden Fall. Das ist ein cooler Modifikator. Aber ich sehe es jetzt auch wieder, wenn die jährischen Nationalisten kommen, dann seid ihr am besten schon irgendwo in der Nähe, ne? Lauf doch mal nach Hulan. Ein großer Stack gegen Brunei langt ja. Mehr brauchen wir da gar nicht. Das ist der Anspruch für Kamtschatka. Ist immer schade, dass man hier warten muss, bis man die nächste Erkundung festlegen kann. Also muss man einen Tag warten, sonst checkt das Spiel das nicht. Das ist ein bisschen schade. Okay, super. Mein Diplomat ist da. Dann können wir hier auch direkt den Krieg erklären. Fährst direkt hier hin. Minga Chagatai den Krieg erklärt. Erzwinge Tributstaat. Schön. Schön für die. Good for them. Hilf mal bitte da oben aus. Bei der Flotte, weil wenn Kutai jetzt seine Schiffe verliert, ist schlecht. Ich kann jetzt zwar Schiffe verkaufen, aber das bringt jetzt nicht den gigantischen Zuwachs, ne, an Sympathiepunkten. Warum will denn Usbekistan? Warum will Usbekistan bitte Zugang? Ach Gott, da oben ist Astrachan, aha. Wo ist Usbekistan überhaupt? Wer ist Usbekistan? Die können das irgendwie bei mir anfragen, obwohl ich die gar nicht kenne. Ah ja, da kommen. Warum nicht bis im Krieg mit Ming vielleicht? Nee. Okay, Chagatai hat einen Waffenstillstand mit Genua. Ulkig. Ach, guck mal da, die Truppen leben noch, ne? Mhm. Unser Diplomat ist wieder da. In Majapahit habe ich noch keinen Anspruch fingiert. In Pegu habe ich einen. Die sind gerade im Krieg mit Senvi. Nur so vorsichtshalber. Bauen wir da mal ein Spionagenetzwerk auf. Nur falls sie diesen Krieg gewinnen. Schön. Schickst mir bitte dahin. Und die schickst mir bitte erstmal dahin. Persien ist bankrott gegangen. Oh Mann, ey. Das wäre so cool, ne? Da könnte man jetzt so viel Spaß haben. Moskau hat Ungarn den Krieg erklärt. Aha. Gib mir mal einen Belagerungsfritzen. Da mal einen General rein. Gold wird produziert in Echigo. Nice. Nice. Wir haben 2 Goldprovinzen in Japan. Extrem geil. Okay. Echigo ist schon ein Staat. Ja, okay, dann haben wir also Iwami und Echigo. Echigo ist halt überhaupt nicht entwickelt, ne? Also voll unterentwickelt. Dadurch müssen wir jetzt aber echt einen guten Goldbonus bekommen, oder? Ja,
noch nicht so wirklich, ne? Aber da seht ihr das auch wieder. Hier so krass, alleine Barguzin 7 Gold, ne? Ah, kann ich verringert werden, während ich mich im Krieg befinde? Okay. Stand da gerade, während Sie sich im Krieg befinden? Ja, witzig. Seit wann werde ich denn gesiezt von dem Spiel? Dafür geht das aber ganz schön atzlig mit mir um hin und wieder. Ah ja, hin und wieder auch mal ein bisschen Glück gehabt, ne? Aber. Ja, solange ich die Teams nicht freilassen kann, bringt mir das hier alles nichts, ne? Okay. Mach die mal bitte zusammen, damit die keinen Verschleiß kriegen. Und sag mal, blende mir mal bitte so den Rebellenfortschritt ein. Das ist, glaube ich, hier so das Interessantere. Okay. Urbanisation. Urbanisierung könnte man auch fast sagen. Bushi haben jetzt 50 Einfluss. Das ist gut. Also wir können einen Haufen Geld ausgeben. Kaufleute bekommen 10 Einfluss. Ja, ich glaube, das machen wir auch. Die sind momentan bei 68. Das heißt aber, ich muss ihnen eine Provinz wegnehmen, was die nicht so cool finden werden. Sind die bei 65? Jetzt sind sie bei 60. Ah, shit, jetzt sind wir genau bei 71. Warte. Wir kommen der Sache näher. Okay. 67. Also auf gar keinen Fall, ne, nochmal der wichtige Hinweis. Also vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu vorsichtig, aber niemals über 50, über 70% gehen. Da kommen ganz, 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 ganz böse Events bei rum. Ganz, ganz, ganz böse. Garstige, biestige Events. Jetzt habe ich natürlich wieder das Ding. Ich kann Ihnen so jetzt natürlich nicht die Monopol-Charters gewähren, aber das ist für die zusätzliche Entwicklung natürlich gut, ne? Ach shit, jetzt habe ich gar nicht genau drauf geachtet. Aber es müsste hinhauen, ne? Die Provinzen, die sind so schwach entwickelt. Ja, also da sind keine. Zeig mir das mal ganz kurz. Ich weiß nicht, ob Kyoto dabei wäre. Das wäre natürlich jetzt ärgerlich gewesen bei der Grundsteuer. Shenzhen ist eine Grundsteuerprovinz, die ich nicht so weiterentwickeln könnte. Ich glaube dann, ja, das ist die einzige. Wenn man jetzt mal von Kyoto absieht, oder? Ja gut, bei den Territorien ist ja relativ wurscht. Aber wo ist denn? Doch, Kyoto ist dabei. Ja, dann war es Grundproduktion. Dann hat das ja aber auch gut geklappt, ne? Okay, Schwein gehabt. Also Glück im Unglück oder Glück trotz Dummheit und wieder besseres Wissen und so, ne? Ja, das war schon nicht so cool, Günner, ne? Aber hat ja noch gerade so geklappt. Ach, guck mal da, die Ming machen jetzt hier die. Die Ming machen jetzt die Revolte da platt. Wenn sie sich das leisten können, wahrscheinlich haben die wieder 100 Millionen Manpower. Ja, wir haben die Festung eingenommen. Druckerpresse wurde erfunden. Komm nun mal zurück. Nee, warte, bleib mal bitte so. Wir schicken unsere Truppen direkt hier rüber, denn wir wollen ja gegen Ayutthaya kämpfen, ne?
Bruna ist danach nicht mehr da. Das heißt, auch da wird es keine Koalition geben. Nehme ich selbst. Kostet zwar Diplomacht, aber übertrage ich jetzt an meinen Vasallen. Verbessert die Meinung leider nicht, ne? Auch im Krieg, im Friedensstil, wenn ich jetzt Frieden mit denen einfach nur so gemacht hätte, wäre das wahrscheinlich auch nicht eingetreten. Aber ich bin hier nochmal deutlich runter. Warum? Also wegen der AE noch, ne? 6 Punkte sind 77 und dann wir sind ein paar 80. Ja, ja, schade. Wir machen 2,97 Gold gerade mehr. Das ist schon mal ganz passabel. Ich glaube aber, ich brauche tatsächlich auch die zusätzliche Machtprojektion durch den Krieg gegen Ayutthaya. Wie viele Truppen haben die denn? 29.000 gesamt. Das müssten wir doch eigentlich schaffen, wenn wir uns nicht ganz so doof anstellen. Dass keine Bündnispartner, Rivalen sind, zu vernachlässigen. Ich habe jetzt einen Kriegsgrund gegen Kutai, das macht aber nichts. Ich werde jetzt hier warten, bis mein Schiff wieder frisch ist. Ich werde noch nicht Japan gründen. ...1242 kostet mich das jetzt. Mit der Institutionenverbreitung, okay. Also, ich kann die Erlasse hier nur durchsetzen, wenn ich die Provinz noch alle besitze. Interessant. Ja, okay. Oh nein, jetzt ist hier Winter und dann kriegst du Verschleiß, ne? Das ist doof. Dann laufen wir mit dem einen da nach Tuban. 0,8 Jahre. Angeblich sollte das ein bisschen schneller gehen mit den iranischen Nationalisten, ne? Okay, wir gehen nochmal erkunden. Ja, und ich würde eigentlich sagen, ich kann Ayutthaya so den Krieg erklären. Besetzt durch Arkan. Not so cool. Besetzt durch Pegu, besetzt durch Senvi. Nicht so schön. Ja, da müssen wir mal gucken. Ich bedanke mich dann jetzt erstmal bei euch fürs Zugucken. Genau, die ganzen Kanonen haben wir alle da unten, das ist super. Ja, ihr habt ja so gesehen, was wir eigentlich jetzt noch weiter vorhaben, um wieder Kaiser zu werden. Ihr seht ja noch, ich bin dabei, hier alles um die Ming drumherum so mir einzuverleiben. Die zwei Provinzen brauchen wir auch noch bei Zeiten. Die sind ja zum Glück billig, aber ja, vielleicht nehmen die Ming die sich auch. Das wäre eigentlich ziemlich geil. Dann hätten sie keine direkte Grenze mit Chagatai mehr. Immerhin haben sie ja die anderen beiden Provinzen hier dieses Staates. Wir sollten gucken. Warte mal, aber das finde ich jetzt wieder merkwürdig. Moment nochmal. Hier, ne? Das ist Dingsbums, ne? Okay, gut, alles klar. Dann wäre es ja auch eigentlich wieder sinnvoll, hier den Erlass zu wechseln, ne?
meine, man muss halt sagen, auch wenn wir nur 10% jetzt gut machen, aber wir stecken ja hier über 70 rein, ne? Das ist schon eine Hausnummer. Da sparen wir 7 Punkte Diplomacht, das ist schon ziemlich cool. Ja, wir brauchen auch dringend endlich unseren Regenten mit 636, der einfach viel, viel besser ist als 134, aber dafür bleibt er uns hoffentlich dann lange erhalten. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Ich bedanke mich fürs Zugucken, wünsche euch alles Gute und sage, macht's gut, bis zum nächsten Teil. In diesem Sinne, Matane.